Das Wort hat Herr Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es ist schon etwas Besonderes, was wir heute machen, was man schon alleine daran merkt, dass das Aufrufen der Tagesordnungspunkte länger dauert, als jeder von uns Rednern Redezeit hat und wahrscheinlich das Abstimmen nachher auch noch einmal sehr viel länger dauern wird. Es ist aber auch deswegen etwas Besonderes, weil wir, und ich finde es sehr gut, Herr Banzer, dass Sie das jetzt eben auch noch einmal betont haben, hier in diesem Haus etwas vormachen, was ich durchaus als ein gutes Beispiel für Demokratie, insbesondere auch parlamentarische Demokratie, empfinde. Wir haben zu Recht unterschiedliche Auffassungen. Wir können das aber ohne Schaum vor dem Mund miteinander beraten und in einem gemeinsam getragenen Abschlussbericht der Enquetekommission auch dokumentieren und trotzdem beieinander bleiben und sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber das tragen wir gemeinsam. So, finde ich, muss Politik sein, miteinander streiten, aber nicht sich zerstreiten. In der Berichterstattung der Vorsitzenden des Hauptausschusses, Frau Wolff, ist jetzt eben deutlich geworden, der Konsens ist deutlich größer an den meisten Punkten als die vier antragstellenden Parteien. Wir werden gleich auch vielem dessen, was die vier antragstellenden Parteien an Verfassungsänderungen vorschlagen, zustimmen. Deswegen hat mich jetzt eben Frau Müller ein bisschen gefragt, wen Sie meinen, als Sie gesagt haben, da ist eine Fraktion ausgestiegen. Vielleicht meinten Sie ja aber auch die CDU-Fraktion. Ach, in der alten. Entschuldigung. Dann war das bei mir ein Missverständnis. Trotzdem will ich noch einmal ganz klar sagen, wir hätten, wenn es denn in diesem Hause möglich wäre, auch mit als Antragsteller fungiert. Aber Sie wissen alle, warum das nicht geht. Zweite Bemerkung. Ich glaube, das größere Problem mit dieser Verfassungsänderung liegt nach Abschluss heute der parlamentarischen Befassung noch vor uns. Was ich so mitbekomme, ist, dass kaum jemand im Land überhaupt weiß, dass parallel mit der Landtagswahl auch eine Verfassungsänderung abgestimmt werden soll, bzw. 15 unterschiedliche Verfassungsänderungen abgestimmt werden sollen. Also das Werben und Bekanntmachen im Land dessen, worüber wir konstruktiv, teilweise strittig, uns hier beraten haben, das wird noch eine echte Sisyphusarbeit werden. Und ich habe durchaus auch die Hoffnung, dass wir über dieses Bekanntmachen, dass eine Verfassungsänderung zur Abstimmung steht, wir auch noch einmal bekanntmachen, dass wir als Hessen eine Verfassung haben und welche Bedeutung eigentlich eine Verfassung hat. Weil mal Hand aufs Herz, die alltägliche Bedeutung einer Verfassung für unser Leben oder auch die alltägliche Bedeutung der jetzt abzustimmenden Verfassungsänderungen für unser Leben dürften die wenigsten Menschen im Land kennen. Von daher ist es mir wichtig, meiner Fraktion wichtig, auch noch einmal in diesem Prozess deutlich zu machen, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nicht nur uns dafür einsetzen müssen, dass die jetzt veränderten Verfassungsbestimmungen Realität werden, sondern vieles in der Verfassung, was sehr, sehr gut ist in unserer hessischen Verfassung, das muss erst noch einmal Lebensrealität in diesem Land werden. Und ob da einzelne Passagen in Konkurrenz zum Grundgesetz formuliert sind, haben wir durchaus strittige Auffassungen, weil wir auch an unterschiedlichen Hochschulen erzogen worden sind. Aber diesen Streit werden wir auch weiterführen, das kann ich Ihnen versprechen. Für mich bleibt für meine Fraktion heute nur übrig, mich dem Dank anzuschließen an alle Akteure, die im Vordergrund und im Hintergrund geholfen haben,
dass wir heute nachher diese Beschlussfassung so fassen werden. Ich habe bereits bei der zweiten Lesung jeweils begründet, wie das Abstimmungsverhalten differenziert der LINKEN sein will. Im Zweifelsfalle können Sie das nachlesen. Das will ich jetzt heute nicht noch einmal vortragen. Ich bedanke mich also auch für die konstruktive Arbeit. Und ich sage mal, wenn es so weitergeht, dass wir Differenzen zwischen uns dokumentieren, stehen lassen können, dann erfüllt dieses Parlament auch die Funktion nicht nur als gesetzgebende Versammlung, sondern auch als Information in die Öffentlichkeit, wo wir jeweils stehen. Und das ist gut so. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Hahn für die Fraktion der FDP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmals in der Geschichte der Hessischen Verfassung werden heute die Freien Demokraten, wir Liberale, diesem Werk zustimmen. Sie können sich daran erinnern, dass bei der Urabstimmung nicht hier in diesem Raum, sondern in dem Raum davor, durch den wir immer gehen, unsere Vorvorvorgänger als Mitglieder des Hessischen Parlaments der Verfassung nicht zugestimmt haben. Allein das, glaube ich, ist schon etwas Historisches, gerade auch für eine Partei wie meine, die ja in vielen Jahren und Jahrzehnten die praktische Gestaltung des Landes mitverantwortet hat. Ich nehme das bewusst vorneweg, weil ich auch mal etwas Neues sagen wollte, aber weil es halt etwas ganz Besonderes ist. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist falsch formuliert. Ich habe sehr vieles nachgelesen in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, warum unsere Vorvorgänger nicht Ja gesagt haben. Ich finde das heute noch richtig. Aber wie dann auch mit ihnen umgegangen worden ist. Und das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Im Replik auch auf meine Vorredner, und ich schätze, Kollege Kaufmann wird das nachher noch einmal genauso sagen. Ich jedenfalls habe in meiner Zeit hier in diesem Hause nur selten ein Arbeitsgremium kennengelernt, durfte dort mitmachen, in dem es so vernünftig zugegangen ist. Natürlich hat jeder von uns eine ideologische Überzeugung. Und ja, die sozialistischen Artikel in unserer Verfassung, Artikel 40, 41 fortfolgende, sind nicht unser Ding. Aber das weiß ja jeder. Und Gott sei Dank sind die ja auch nicht umgesetzt worden. Sie sind nicht umgesetzt worden. Ja. Ach, Freunde der Nacht, ihr wisst doch zu einem Großteil, dass sie gar nicht gelten, weil es anderes Recht gibt, was drüber steht, Frau Kollegin Wisse. Jetzt tun wir doch nicht wieder so naiv. Es gibt doch einfach keinen Sinn, in einer solchen Debatte so naiv zu tun. Sie wissen genau, dass diese Dinge nicht umsetzbar sind, weil höherrangiges Recht in aller Regel das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, aber nicht immer, gegen diese Anwendung spricht. Und weil das so ist, haben wir gesagt, uns ist der Konsens größer und wichtiger als der Konflikt. Ich darf Ihnen sagen, dass ich in den letzten Monaten mit unseren Stiftungen zusammen bestimmt 10, 15 Veranstaltungen durchgeführt habe, eine auch in deiner Heimatstadt in Heppenheim, in der ich immer wieder, ja, ich will mal höflich formulieren, mit der Aussage konfrontiert worden bin, wie kann denn ein Liberaler eine solche sozialistische Ordnungspolitik unterstützen? Und meine Antwort war und ist, wir hätten sie gerne aus der Hessischen Verfassung heraus. Aber wir haben keine Mehrheit dafür gefunden, uns was Wichtige, andere Dinge in die Verfassung hereinzunehmen und das eine oder andere herauszunehmen, als dort jetzt einen Kriegsschauplatz zu organisieren. Und ich glaube, das hat alle von uns getragen, alle. Wenn ich überlege, mit welchem Werbe insbesondere Kollege Heinz und unser Supervorsitzender zu dem Thema kirchlichen, göttlichen Bezug in die Präambel gekämpft haben. Jeder wird es sehen. Es liegt nicht zur Abstimmung vor. Also mussten wir uns alle
auch in Kernfragen zurücknehmen. Und das haben wir zu einem guten Teil getan. 71,5 Jahre alt ist dieses Werk, hier in der etwas neueren Druck unserer Landeszentrale für politische Bildung. Und immerhin haben wir es jetzt gemeinsam geschafft, 15 Änderungen so zu verabschieden, dass ich doch eine hohe Wette eingehe, dass sie heute jedenfalls beschlossen werden. Ja, ich will Ihnen jetzt nicht noch einmal vortragen, das habe ich von diesem Pult aus und meine Kolleginnen und Kollegen, Frank Bleschmidt, der mich auch häufig vertreten hat oder mit mir zusammen hier gearbeitet hat. Für uns war das Thema moderner Staat eine besondere Wichtigkeit. Wir wollten, dass Digitalisierung in der Hessischen Verfassung auch genannt wird, positiv genannt wird. Wir wollten, dass das informelle Selbstbestimmungsrecht in der Hessischen Verfassung auch verankert wird. Auch da könnte man sagen, das Grundgesetz und die Entscheidung des Bundesverfassungs. Nein, das wollten wir auch hier noch einmal präzise formuliert haben. Wenn wir über, ich glaube, über 150 Artikel haben, dann wird es ja wohl auch Platz sein und nicht nur Platz sein, sondern auch notwendig sein, 161 Artikel, dass man auch dieses aufnimmt. Und ich bin sehr dankbar, wie die Diskussion zum Thema Infrastruktur gelaufen ist. Herr Schäfer-Gümbel hat ja schon darauf hingewiesen. Also, als wir in der FDP das Thema diskutiert haben zu Beginn, Dieter Posch ist der Vater der ersten Formulierung, da klang die noch ein bisschen anders. Aber als wir dann, ich glaube, das war die Sitzung, die wir im Finanzministerium durchgeführt haben, wir beide dann insbesondere uns, Norbert Schmidt und Jörg-Uwe Hahn, als die von den verschiedenen Richtungen her kamen, mal etwas intensiver ausgetauscht haben, ordnungspolitisch und juristisch, kamen wir zu dem Ergebnis, und alle anderen haben dann mitgemacht, dass so etwas verfeinert, dass wir die Formulierung so nehmen, wie es drin ist. Infrastruktur ist nicht nur Straßen und ist nicht nur WLAN und was dazugehört, sondern Infrastruktur sind natürlich auch Einrichtungen von Kindergärten über Schulen bis. Ja, traurig. Traurig sind wir als Freie Demokraten, dass wir mit zwei in unseren Augen sehr vernünftigen und in vielen anderen Bundesländern auch kodifizierten Dingen nicht durchgekommen sind. Also, dass wir bei dem Thema Wahlzeitbegrenzung für den jeweiligen Ministerpräsidenten gescheitert sind, verstehe ich bis heute noch nicht, weil den Amtierenden trifft es auf gar keinen Fall. Es beginnt nämlich neu und nicht die Alten werden schon angerechnet. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht bei der nächsten Novelle in der nächsten Legislaturperiode, wenn dann nicht nur Bayern, sondern auch noch zwei, drei andere unionsregierte Länder das erkannt haben, dass nach 10 Jahren auf einem Job mal Schluss sein sollte. Man ist einfach dann nicht mehr so kreativ. Man ist so sehr eingefahren in den Bahnen. Dann werden wir es noch einmal, ja, aus eigener Erfahrung, wie auch immer das gesagt hat, ich sage das aus eigener Erfahrung. Und ich kenne genügend Leute auch auf der Regierungsbank, die das auch für sich selber aus eigener Erfahrung sagen sollten, wenn sie sich selbst reflektieren würden, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung. Und was wir auch überhaupt nicht verstehen, ist das Thema Oppositionsrechte. Da ist das Verfahren noch ein bisschen irre gelaufen. Also, wir haben vorgeschlagen, einen Teil des Artikels, der in der Bayerischen Verfassung steht, zu übernehmen. Da haben die Koalitionsfraktionen gesagt, können wir uns vorstellen, machen wir mit. Da kamen die Sozialdemokraten und haben gesagt, nö. So, jetzt auf einmal in der Abstimmung gestern Abend, vorgestern Abend, habt ihr euch auf einmal euch der Stimme enthalten, sodass ich jetzt ja noch einmal appelliere von diesem Platz aus. Es ist ja kein Gegenpol mehr da, liebe Unionschristen und liebe Grüne. Ihr könnt jetzt ja doch, ohne dass ihr die gemeinsame Verabredung vom Anbeginn an verletzt, jetzt doch dem Begehren der FDP zustimmen. Wir hatten verabredet, wir gehen nicht gegeneinander. Aber wenn sich die Sozialdemokraten enthalten, ist der Weg eigentlich frei, dass die Oppositionsrechte in der Hessischen Verfassung doch noch als 16. Punkt aufgenommen werden können. Und dafür werbe ich, Kollege Kaufmann, wir den Ball bestimmt gleich übernehmen. Jetzt lassen Sie mich die letzten 1 Minute 30 Sekunden mit meiner ganz, ganz großen Sorge beenden. Stelle dir vor, es ist Abstimmung in der Hessischen Verfassung und keiner geht hin. Ja, wir bemühen uns ja schon, dass die Menschen hingehen, weil wir es auf denselben Tag legen, oder wer das auch immer gelegt hat, kann die Landesregierung sein, weiß ich, wer das bestimmt,
habe ich doch noch so einigermaßen das Staatsrecht im Kopf, dass es am selben Tag ist wie die Landtagswahl. Ich habe gerade wieder letzte Woche erlebt, in der Landeshauptstadt Wiesbaden, bei einer Veranstaltung im Staatsarchiv, dass gerade einmal 25 Leute da waren, alles Hochinteressierte, aber das war es dann auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Quote ist doof. Und die müssen wir dringend erhöhen, dass die Menschen sich dafür interessieren. Wann interessieren sie sich, wenn sie darüber Bescheid wissen? Ja, wir haben eine kluge Entscheidung im Haushalt getroffen, dass wir mit ungefähr einem Budget von 1,5 Millionen € jetzt in die Werbung gehen. Unsere Verfassung, meine Entscheidung, ein Label, das klasse ist, wo man auf die Menschen auch zugeht und sie versucht mitzunehmen. Du entscheidest. Es ist deine Verfassung und nicht so ein Politikgedöns, was die da in Wiesbaden gerade machen. Und ja, der Kern war ja gewesen, Hessens Herz, unsere Verfassung. Nur jetzt müssen wir es schaffen, dass die Menschen es erstens zur Kenntnis nehmen. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei allen journalistischen Begleitern. Die haben es ja versucht, nur auch die haben es nicht so wirklich geschafft. Dass die Kampagne jetzt zieht, ich habe mit Freude aus der Verwaltung soeben gehört, dass wir bereits morgen auf dem Hessentag damit beginnen, für unsere Verfassung, für meine Entscheidung zu werben. Ich bedanke mich. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe noch etwas gelernt, und das nach 31 Jahren Landtag. Und dass der eine oder andere von uns jetzt besser miteinander umgeht, ist ein Kollateralerfolg, den ich auch nicht missen möchte. Hoffentlich machen die Bürger mit. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei meinem Redebeitrag anlässlich der zweiten Lesung hatte ich angekündigt, dass es bei der dritten Lesung Grund gibt, den allseitigen Dank nochmals auch namens meiner Fraktion an allen an der Erarbeitung der Verfassungsänderung Beteiligten hier abzustatten. Ich habe es jetzt einfach, nachdem meine Vorredner und insbesondere auch die Berichterstatterin sozusagen schon weitläufig gedankt haben, kann ich mich diesem auch namens BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ausdrücklich anschließen. Nehmen Sie es bitte mir nicht übel, wenn ich aus diesen allen eine Person noch einmal besonders bedanken will, denn sie ist auch heute hier. Unsere Sachverständige, Frau Prof. Gurlitt aus Mainz, die uns sehr gut beraten hat während der Diskussion. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, herauszuheben ist, jede und jeder, die einen Beitrag geleistet haben, die mögen sich vom Dank angesprochen fühlen und ausdrücklich gewürdigt fühlen. Ich denke, und das ist ja auch schon gesagt worden, wir haben ausgesprochen gut miteinander zusammengearbeitet. Meine Damen und Herren, was die Inhalte angeht, um die es gibt, ist jetzt Ihnen auch schon viel dargelegt worden. Wir sind ja schließlich in der dritten Lesung, und die Kollegen vor mir haben das eine und andere auch schon erwähnt. Ich will Sie jetzt mit einer Liste der Inhalte nicht noch einmal behelligen, sondern will lieber versuchen, die Gelegenheit zu nutzen, einige Aspekte beizutragen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie auch ein bisschen über die heutige Debatte hinausreichen mögen. Meine Damen und Herren, eine Verfassung ist die kodifizierte Gesamtheit der Grundsätze, die die Form des Staates und die Rechte und Pflichten der Bürger festlegen. So beschreibt es z.B. der Duden. Die Verfassung gibt einer Gemeinschaft damit die Grundordnung, innerhalb derer sich das öffentliche Leben abspielt und auch der oder die Einzelne sich individuell entfalten kann. Darüber hinaus, und darauf will ich darauf besonders hinweisen, liegt der besondere Wert der Verfassung zusätzlich darin, dass sie sehr gut als Grundlage und als Rahmen für die Beschreibung der Gemeinschaft dienen kann. Denn exakt über diesen Begriff der Gemeinschaft bzw. genauer gesagt über die Frage der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft erleben wir in den letzten Jahren vor allem in der deutschen Politik eine Debatte, die immer wieder und gerne besonders heftig geführt wird.
Natürlich stellt sich in einer Gemeinschaft stets auch die Frage, wer gehört dazu oder umgekehrt, wer gehört nicht dazu, steht also außerhalb. Dies ist zwar nach meiner Überzeugung mit Blick auf die Zukunft ganz gewiss nicht die wichtigste aller Fragen. Vielmehr muss man sich eher über den inneren Zustand einer Gemeinschaft umso mehr Sorgen machen, je lauter genau diese Frage gestellt wird. Denn es entwickelt sich zu der Zugehörigkeitsfrage obendrein häufig eine stark emotionalisierte Diskussion, wo sehr viel über andere und das Anderssein gesprochen wird und viel zu wenig über das eigene. Meine Damen und Herren, mit einer solchen Debatte, die oft konfliktgeladen ist, kommt man schnell zu unfriedlichen Ergebnissen. Als prägnantes Beispiel einer solchen Diskussion kennen Sie sicher die besonders absurde Frage, als Beispiel hier genannt, ob der Islam zu Deutschland gehöre, die ja, wenn die Frage gestellt wird, nicht aus Erkenntnisinteresse gestellt wird, sondern mit der Absicht der Ausgrenzung oder auch gelegentlich mit der Absicht der Verhinderung einer solchen Ausgrenzung. Meine Damen und Herren, ich komme zurück in diesem Zusammenhang auf die Hessische Verfassung. Sie beschreibt den Raum, in dem staatliche Gewalt nach festgelegten Regeln ausgeübt wird, und sie begrenzt diesen damit zugleich durch die Prinzipien wie das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip und vor allem natürlich durch die unveräußerlichen Grundrechte jedes Menschen. Und genau das ist die Basis aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht für die Identifikation, und zwar für alle Menschen, die sich genau zu diesen Prinzipien bekennen. Meine Damen und Herren, der wohl berühmteste Satz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn, er wurde heute in anderem Zusammenhang auch schon mehrfach zitiert, der Satz „Hesse ist, wer Hesse sein will“, spricht genau dieses Angebot an, das unsere Verfassung den Menschen in Hessen macht. Hesse sein zu wollen heißt, sich zu den Regeln der Hessischen Verfassung zu bekennen. Wer das tut, der oder die gehört dazu zu unserer Gemeinschaft, die auf den in unserer Verfassung niedergelegten gemeinsamen Werten beruht. Und deshalb ist sie auch so wichtig und mehr als nur eine Organisationsgrundlage. Meine Damen und Herren, wir haben es gehört. Heute verabschieden wir 15 Gesetze. Herr Kollege Hahn, ich muss Sie leider enttäuschen, es wird dabei bleiben. Bei den 15, die wir gemeinsam sozusagen diskutiert und durchgearbeitet haben, damit verändern wir sicherlich unsere Verfassung, wenn dann das Volk dem auch zustimmt. In den meisten Fällen erweitern wir die Verfassung. Wir erfüllen genau damit unseren Teil der gemeinsamen Parlament und Volk übertragenen Aufgabe, die hessische Verfassung zu wahren und zu gestalten. Die endgültige Entscheidung, es ist schon mehrfach gesagt worden, sozusagen der letzte Teil dieses Prozesses, den treffen dann die Wählerinnen und Wähler am 28. Oktober. Und bis dahin hoffe ich, hoffe, alle Fraktionen des Hauses werden für unsere Beschlüsse und damit für die Veränderung der Verfassung und für sich selbst kräftig Werbung machen. Meine Damen und Herren, ich will es durchaus vielleicht mit einem leicht kritischen Unterton sagen. Schön wäre es dabei auch, wenn die Medien die Bedeutung dieser umfangreichsten Verfassungsänderung in der hessischen Geschichte wahrnehmen und entsprechend durch Berichterstattung angemessen würdigen. Da ist nach meiner Empfindung noch deutlich Luft nach oben. Auch wenn anfängliche Aufregungen im Zusammenhang mit der Debatte sich verflüchtigt haben und die Sache skandalfrei über die Bühne gegangen ist, verdient unsere Verfassung durchaus dennoch journalistische Zuneigung. Eine Verfassung gewinnt ihre Bedeutung nämlich nicht aus tagespolitischem Streit und heftigen Kontroversen, sondern aus dem Grundlegenden, aus dem, was uns alle eint und zu dem wir uns bekennen. Und das
Und das gilt nicht nur für das große Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern natürlich, und da sollten gerade wir hier im Hessischen Landtag Wert drauf legen, auch für unsere hessische Verfassung. Meine Damen und Herren, das Verfahren der Änderung dieser Verfassung ist auch eine ganz große Stärke von ihr, weil es deutlich macht, dass eine parlamentarische Mehrheit allein die Bestimmung des von mir so beschriebenen Grundlegenden nicht allein vornehmen kann, sondern dass das Volk entscheidet mit und das letzte Wort hat. Und vor diesem Hintergrund gewinnt das, was wir hier die Kollegen auch schon sehr schön beschrieben haben, nämlich die Art, wie wir das Änderungsverfahren vorangetrieben haben, der fraktionsübergreifende Konsens gewinnt damit besondere Bedeutung. Alle Fraktionen, so unterschiedliche politische Schwerpunkte sie auch vertreten mögen, haben mit großer Sorgfalt nach den Ergänzungen gesucht, welche unsere Gesellschaft einen. Wir haben alle gemeinsam nach konkreten Änderungen geschaut, die in die Zukunft weisen, und haben uns nicht mit Vergangenheitsbewältigung befasst. Das war gut und richtig. Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, die zusammenhält, und eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten wollen. Und deswegen beschließen wir hoffentlich jetzt das gemeinsame Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Mit Ihnen zusammen wollen wir den Blick auf die Zukunft und Hessen in gute Verfassung bringen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Wintermeyer für die Hessische Landesregierung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach 20 Sitzungen, mehreren öffentlichen Anhörungen, der Durchführung von Bürgerforen in Rüsselsheim, Gießen und Kassel sowie der Beteiligung von Schulen und Hochschulen ist es dem Konvent zur Änderung der Hessischen Verfassung nach gut 2 Jahren gelungen, mit den vorgelegten Gesetzentwürfen den Entwurf einer Verfassungsänderung zu erarbeiten, der nicht nur aufgrund seines Konsenses fast aller Fraktionen historische Bedeutung erlangt. Gerade die Klarstellung zur Abschaffung der Todesstrafe, die neu aufgenommenen 4 Staatszielbestimmungen zur Nachhaltigkeit, Infrastruktur, Kultur und insbesondere zum Ehrenamt sowie die Neuregelung des passiven Wahlalters und die Stärkung der Volksgesetzgebung verleihen dem Entwurf einen gesicherten Platz nach meiner und unserer Meinung in der Verfassungsgeschichte des Landes Hessens. Diese Regelungen machen die Hessische Verfassung ebenso wie die vorgeschlagenen Formulierungen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den Kinderrechten und dem Bekenntnis zu Europa zukunftsfähig. Denn sie machen sie zukunftsfähig, weil sie schärfen das Leitbild für die weitere Entwicklung unseres Bundeslandes und dürfen auf eine große Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger stoßen und ihnen damit auch eine zusätzliche Identifikation mit der Verfassung des Landes Hessens ermöglichen. Meine Damen und Herren, da in der Sache bereits alles Wesentliche gesagt ist, bleibt mir an dieser Stelle noch den Beteiligten im Namen der Landesregierung meinen besonderen Dank auszusprechen, insbesondere auch den Dank an meine und unsere Mitarbeiter der Staatskanzlei, die auch für die Hilfeleistung und auch die Formulierung manches Textes zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, diesen Dank darf man auch hier einmal vom Rednerpult an die Mitarbeiter richten. Meine Damen und Herren, das weitere Verfahren habe ich bereits im Rahmen der 2. Lesung ausführlich dargestellt. Danach obliegt es der Landesregierung nach der Beschlussfassung, den Abstimmungstag für alle Volksabstimmungen durch Rechtsverordnung festzulegen. Weiter obliegt ihr die Bekanntmachung des Abstimmungstages, des Wortlautes der beschlossenen Gesetze sowie den Wortlaut des Stimmzettels unverzüglich durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger bekannt zu machen. Anschließend wird die erforderliche Volksabstimmung durch die Gemeinden vorbereitet, indem diese die Stimmberechtigten zusammen mit der Wahlbenachrichtigung über den Gegenstand der Volksabstimmung unterrichten. Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass der aktuelle Verfassungsreformprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Voraussetzung hierfür bleibt aber, und insoweit wiederhole ich mich an dieser Stelle bewusst,
dass sowohl alle die Verfassungsänderung tragenden politischen Kräfte als auch die am Verfassungsreformprozess beteiligten Institutionen und Verbände der Zivilgesellschaft nicht darin nachlassen, weiterhin aktiv für eine breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes zu werben. Das muss unser gemeinsames Ziel sein, und soweit wird auch die Hessische Landesregierung sich an diesem Ziel beteiligen. Ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache zu den Gesetzentwürfen zur Änderung der Hessischen Verfassung beendet. Wir kommen nun in einen etwas längeren Prozedere von Abstimmung. Ich bitte um Ihre Mitarbeit und Konzentration. Ich beginne mit dem Tagesordnungspunkt 14. In Ihrem Einverständnis lese ich nur die Tagesordnungsnummer vor und die Drucksachennummer. Wunderbar, danke schön. Top 14, Drucksache 19-6452 zu Drucksache 19-6236 zu Drucksache 19-5709. Wer kann diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Danke schön. Wer ist dagegen? Stimmen, Enthaltungen. Damit ist dieser Gesetzentwurf Gesundheit einstimmig beschlossen und ist hiermit zum Gesetz erhoben. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 71, der Drucksachennummer 19-6416. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Stimmen, Enthaltungen. Damit einstimmige Beschlusslage dieses Antrages. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, Drucksache 19-6453 zur Drucksache 19-6237 zur Drucksache 19-5710. Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. Danke schön. Ist jemand dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist das einstimmig beschlossen und dieser Gesetzentwurf ist damit zum Gesetz erhoben. Der Tagesordnungspunkt 72 mit der Drucksache 19-6417. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist das einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 16. Darf ich bitten, am Kabinettstisch nicht mehr weiterzureden? Wir warten ein bisschen. Okay. Es ist nur Stille gewünscht, weiter nichts. Tagesordnungspunkt, wo waren wir jetzt? 16. Das ist die Drucksache Nummer 19-6454 zur Drucksache 19-6238 zur Drucksache 19-5711. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen kann, dritte Lesung, bitte das Handzeichen. Dankeschön. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Ich stelle Einstimmigkeit fest und stelle fest, dass der Gesetzentwurf damit zum Gesetz erhoben ist. Tagesordnungspunkt 73, Drucksache 19-6418. Wer kann zustimmen? Danke schön. Ist jemand dagegen? Stimmenthaltung. Damit ist das beschlossen. Tagesordnungspunkt 17, Drucksache Nummer 19-6455 zu Drucksache 19-6239 zu Drucksache 19-5712. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, bitte ich das Handzeichen. Vielen Dank. Ist jemand dagegen? Niemand. Damit ist das so beschlossen. Und der Gesetzentwurf ist dann in dritter Lesung zum Gesetzentwurf erhoben worden. Tagesordnungspunkt 74, Drucksache 19-6419. Wer stimmt zu? Danke schön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Ich stelle einstimmig Beschlussfassung fest. Tagesordnungspunkt 18, dritte Lesung. Der Drucksache 19-6456 zu Drucksache 19-6240 zu Drucksache 19-5713. Wer kann diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, Grünen und SPD bei der Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE angenommen worden ist und ist damit zum Gesetz erhoben. Ich lasse abstimmen zum Tagesordnungspunkt 75, Drucksache 19-6420. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?
Dann stelle ich fest, dass bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE und Zustimmung aller anderen Fraktionen dieser Antrag angenommen worden ist. 19. Drucksache Nummer 19/6457 zu Drucksache Nummer 19/6241 zu Drucksache Nummer 19/5714. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf in dritter Lesung durch Zustimmung der Fraktionen von CDU, FDP, Grünen und SPD und Enthaltung der Fraktion DIE LINKE angenommen worden ist und ist damit zum Gesetz erhoben. Bitte? Und der Zustimmung von Frau Öztürk, bitte um Entschuldigung. Das ist immer zugestimmt bisher. Mehrheit ist Mehrheit, also anders, okay, klar. Nicht Wahrheit. Dann rufe ich auf den Antrag 76, Drucksache 19/6421. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Damit ist der Antrag einstimmig beschlossen worden. Tagesordnungspunkt 20. Drucksache Nummer 19/6458 zu Drucksache 19/6242 zu Drucksache 19/5715. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung von Kollegin Öztürk, der CDU, der FDP, der Grünen und der SPD bei Enthaltung der LINKEN der Gesetzentwurf beschlossen worden ist und damit zum Gesetz erhoben ist. Tagesordnungspunkt 77, Drucksache 19/6422. Wer stimmt zu? Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Einstimmige Beschlusslage. Tagesordnungspunkt 21, Drucksache 19/6459 zu Drucksache 19/6243 zu Drucksache 19/5716. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dem Gesetzentwurf bei der Zustimmung der Fraktionen von CDU, SPD, FDP, Grünen und Frau Öztürk und der Enthaltung der LINKEN beschlossen worden ist. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 78, Drucksache 19/6423. Wer stimmt zu? Danke. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? Ich stelle fest, einstimmige Beschlussfassung. 22, Drucksache Nummer 19/6460 zu 19/6244 zu 19/5717. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Dankeschön. Ist jemand dagegen? Stimmenthaltung? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP und Frau Öztürk und Enthaltung der LINKEN dieser Gesetzentwurf angenommen worden ist und ist damit zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf 79, Drucksache 19/6424. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Damit einstimmige Beschlusslage. 23. Drucksachennummern 19/6461 zu Drucksache 19/6245 und zu 19/5718. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dem Gesetzentwurf durch die Fraktionen SPD, CDU, FDP, die Grünen und Frau Öztürk bei Enthaltung der LINKEN zugestimmt worden ist. Und damit ist er zum Gesetz erhoben. Top 80, Drucksache 19/6425. Wer stimmt zu? Danke. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? Einstimmige Beschlusslage. Damit angenommen. Top 24, Drucksache 19/6420 zu Drucksache 19/6246 zu Drucksache 19/5719. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Ich stelle Einstimmigkeit fest, damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Top 81, Drucksache 19/6426. Wer stimmt zu? Dagegen? Stimmenthaltung? Einstimmig angenommen. 25, dritte Lesung, das ist die Drucksache Nummer 19/6463 zu Drucksache 19/6247 zu Drucksache 19/5720. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Ich stelle einstimmige Annahme fest, und damit ist dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Top 82, Drucksache 19/6427. Wer stimmt zu?
Wer ist dagegen? Stimmenthaltung? Damit einstimmig beschlossen. Top 26, dritte Lesung. Mit den Drucksachennummern 19/64/64 zu Drucksache 19/62/48 zu Drucksache 19/57/21. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Danke schön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der CDU, der SPD, der GRÜNEN und der FDP bei Enthaltung von Frau Öztürk und Gegenstimmen von den LINKEN dieser Gesetzentwurf beschlossen worden ist. Und damit wird auch dieser zum Gesetz erhoben. Top 83, Drucksache 19/64/28. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Enthaltung? Mit dem gleichen Ergebnis wie beim Gesetzentwurf zu Top 26 ist dieser Antrag angenommen. 27, dritte Lesung, der Drucksache 19/64/65, 19/62/49, 19/57/22. Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Ich stelle fest, dass bei Zustimmung von CDU, FDP, GRÜNEN und SPD, Enthaltung von Frau Kollegin Öztürk und Gegenstimmen von den LINKEN, der Gesetzentwurf beschlossen worden ist und wird damit zum Gesetz erhoben. Top 84, Antrag, Drucksache 19/64/29. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich stelle fest, dass mit dem Ergebnis über Top 27 dieser Antrag angenommen worden ist. 28. Drucksache Nummer 19/64/66 zu Drucksache 19/62/50 zu Drucksache 19/57/23. Wer kann dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen? Dankeschön. Ist jemand dagegen? Enthaltungen? Dann darf ich feststellen, dass diesem Gesetzentwurf einstimmig zugestimmt worden ist und er ist damit zum Gesetz erhoben. Dazu der Antrag 85, Drucksache 19/64/30. Wer stimmt zu? Gegenstimmen? Stimmenthaltung, einstimmige Annahme. Noch viermal. Top 29, Drucksache Nummer 19/64/67 zu Drucksache 19/62/51 zu Drucksache 19/57/29. Wer kann diesem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zustimmen? Alle. Ja klar, das ist ja ein Antrag. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf bei Zustimmung der Fraktion der FDP und Ablehnung der übrigen Fraktionen des Hauses nicht angenommen worden ist. Top 30, Drucksache 19/64/68 zu Drucksache 19/62/52 zu Drucksache 19/57/32. Wer kann diesem Gesetzentwurf der FDP zustimmen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass bei Ablehnung dieses Gesetzentwurfs von CDU, GRÜNEN und der LINKE und Frau Öztürk bei Enthaltung der SPD und Zustimmung durch die FDP dieser Gesetzentwurf nicht angenommen worden ist. Dann rufe ich auf den Top 31 mit den Drucksachennummern 19/64/69 zu 19/62/53 zu Drucksache 19/57/34. Wer diesem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Frau Öztürk, die sind im Protokoll jetzt drin, okay, und Ablehnung der übrigen Fraktionen des Hauses dieser Gesetzentwurf nicht angenommen worden ist. Und schließlich Top 32, Drucksache Nummer 19/64/70 zu Drucksache Nummer 19/62/54 zu Drucksache 19/57/37. Wer diesem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD seine Zustimmung erteilen möchte, bitte das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung von SPD und DIE LINKE und Frau Öztürk und Ablehnung durch die Fraktionen von CDU, FDP und die GRÜNEN dieser Gesetzentwurf nicht angenommen worden ist. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Es gibt keine geschlossene Verfassungsabstimmung. Damit haben wir die Änderungen für die Hessische Verfassung beschlossen. Applaus
Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, alle Redner haben denen gedankt, die sich beteiligt haben. Ich möchte ganz offiziell und auch für das gesamte Haus der Enquete-Kommission und Ihnen, Herr Banzer, herzlich danken. Das war eine großartige Leistung, inklusive Ihrer Obleute von allen Fraktionen. Und deswegen können wir schon ein Stück stolz sein auf diesen heutigen Tag. Ebenso bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeitern bei den wissenschaftlichen wie bei den technischen Diensten, die wir haben. Ohne die geht gar nichts in diesem Hause, weil wenn die das nicht umsetzen, was wir da beschließen, kommen wir keinen Schritt weiter. Und deswegen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine weitere Arbeitsgruppe gebildet, auch unter Unterstützung der Obleute der Enquete-Kommission, die sich mit Mitarbeitern des Hauses, also der Landtagsverwaltung, mit Herrn Direktor von UNRU, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sage ich es meinem Kind, also was erkläre ich den Menschen da draußen. Die sind mitten in der Arbeit, wir haben Teilbeschlüsse gefasst. Auch Ihnen heute schon mein herzlichen Dank. Wir werden das noch in einer der nächsten Runden hier diskutieren. Ich möchte zum Schluss dieses heutigen Verfahrens als Präsident des Landtages mit Sicherheit für Sie alle die Bürgerinnen und Bürger Hessens auffordern, sich mit diesen Änderungsgesetzen zu befassen. Lesen, fragen, verstehen, zustimmen. Das ist der vierte Schritt, den ich von Ihnen erwarte, da draußen. Das Volk von Hessen ist aufgefordert, so zu handeln. Ich bitte aber auch die Medien, ihrer Verantwortung in diesem Prozess einer Verfassungsänderung gerecht zu werden. Der demokratische Staat besteht auch aus den Medien, die Kontrollorgane sind. Aber sie sind auch Helfer, Förderer von Dingen, die in der großen Mehrheit dieses Hauses beschlossen worden sind. Insofern hoffe ich, dass wir sehr viele Bürgerinnen und Bürger dazu bringen, dem zuzustimmen. Unsere Verfassung, meine Entscheidung 2018 am 28.10. Das haben Sie jetzt alle bekommen. Wir haben schon einmal Probe gegessen hier oben. Man kann es essen. Die Verfassung schmeckt gut. Dankeschön, alles Gute.